So, von meiner Seite aus kann es weitergehen. Ja. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Der Endgegner vom Toten Acker, der hat zwei Sachen. Der eine ist irgendwie so ein Leviathan-Zauber, sage ich mal. Oder das ist nämlich dieses Spein, das ist Leviathan. Und das andere ist Würm. So, aber alle anderen machen halt solche Sachen wie mich krank oder befallen. Und jetzt würde ich mich mal eben versuchen, dagegen auszurüsten. Allerdings kann ich dem hier zum Beispiel sowas wie die Geschicklichkeit nur schwer wegnehmen. Und ihm hier das wegnehmen, das wäre auch fatal sozusagen. Sollte ich auch nicht tun, weil es auch Leviathan-Abwehr natürlich hat. So, insofern fangen wir mal bei ihm hier oben an, wa? Ich hätte dieses Ding hier. Oder pass auf, wir machen das anders. Ich gehe jetzt nochmal eben zum Crafty. In die Schmiede. Und dann gucken wir mal, was der hier noch so an Krempel hat. Vielleicht ist der auch noch was Schickes dabei. Was ist das eigentlich für ein krasser Teil? Okay. So krass ist das gar nicht. So, dann gehe ich jetzt hier raus. Und dann machen wir das so, denn so wirklich tolle Sachen hat er nicht dabei. So, der braucht noch irgendwie was gegen Befallen und so. Ich würde sagen, ich gebe ihm diese Rüstung mal. Du kriegst... Was hat der denn jetzt? Der hat das... Dann kriegst du das hier noch. Habe ich noch irgendwie so eine Abwehrrüstung gegen... Das habe ich leider nicht, ne? Schade. Das ist ja schade. Das ist Immunität gegen Blutend und das ist Immunität gegen Befallen. Ich kann dir doch nicht so eine Mütze aufsetzen. Wie sieht denn das aus? Auf jeden Fall kriegst du mal den scharfen Zahn. Das Ding oder das Ding. Damit kann ich nichts anfangen. Stärke 32. Ich kann ihm auch schlecht die Stärke wegnehmen eigentlich, ne? Aber irgendwas muss ich, irgendein Tod muss ich sterben, sonst sterbe ich nämlich. Also kriegst du dieses hier. Also gegen Befallen ist auf jeden Fall wichtig. Gegen krank gar nicht so, aber gegen Befallen ist auf jeden Fall wichtig, weil wenn das Ding da ausbricht, das macht mich immer echt fast tot. Und das will ich nicht. So, was haben wir denn sonst noch Schönes hier? Magisch oder das da? Geschicklichkeit 36. Dann machen wir das hier, würde ich sagen. Geschicklichkeit 16. Und Immunität gegen krank, das ist schon ganz gut. Und du kriegst noch eine Immunität gegen befallen. Und du brauchst auch noch irgendwie eine Immunität. Immunitätsmütze. Gibt es noch irgendwie eine Schutz gegen Immunität hier bei ihm zu kaufen? Das wäre echt wichtig. Schutz gegen Befallen natürlich. Aber sowas gibt es hier nicht. Schade. Das ist ja schade.
Dann behältst du das. Nee, du kriegst das und du kriegst diese Mütze. Diese Mütze? Nein, du behältst diese Mütze, so. Du bräuchtest jetzt noch irgendwie was praktischerweise gegen die Viecher. Irgendwas mit Greif. Blutend hilft bei denen nicht, ne? So gar nicht. Versuchen es mal damit. Würde ich sagen. Das Ding ist auch ziemlich krass, ne? Nimm mal das und jetzt kriegt Streitaxt der Demut. Oder der Taser halt. Ja, genau. Schutz gegen Immunität. Einfach den Hut absetzen. Sehr gute Idee, ja. So, hier haben wir noch diese Rüstung. Das ist aber doof. Die will ich nicht. So, der ist geschützt gegen Befallen. Der ist geschützt gegen Befallen. Der ist geschützt gegen Vergiftung. Ja, okay. Das ist jetzt irgendwie nicht so geil, aber soll man machen. Ich kann ihn auch schlecht einfach hier den Glauben wegnehmen. Das braucht er einfach. Eine Waffe mit physischem und schadischem Magen. magischem Schaden mitnehmen. Das Schwert macht brennen, da hast du natürlich recht. Das zieht auch immer noch nebenher was ab, ne? Eigentlich nicht ganz so blöde. Du meinst diese Axt hier, ne? Die Kampfaxt des Feuers. Wir versuchen es dann mal damit. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall aber noch... Wir brauchen auf jeden Fall noch was gegen... für den hier. Irgendwie einen Schutz. Und für den brauchen wir auch irgendwie einen Schutz. Das kann ich auf jeden Fall mal verkaufen hier, diese Rüstung. Die ist ja irgendwie... Die nutzt uns hier gar nichts mehr. Das kommt weg. Was soll ich damit? Das Morchelschwert. Das nützt hier überhaupt nichts, ne? Aber ich will es eigentlich ungern wegpacken. Das kommt aber weg dafür. Die Rüstung ist eigentlich auch zu geil, dass das man sie weghaut. Der Taser, ob die Dinger weg damit? Was denn weg damit? Das Morchelschwert meinst du, soll ich weghauen oder was? Morchelschwert. Na gut, dann hauen wir es weg. Hast du recht. Bevor ich hier den ganzen Scheiß mitschleppe, ne? Streitaxt der Made. Ja, ich hau sie jetzt weg, weil, also ganz ehrlich, die ist zwar geil, aber das nützt halt einfach gerade überhaupt nichts. Der Mörser. Aber das Ding, der Taser. Ich weiß nicht, ob man die Viecher überhaupt, tasern kann. Und insofern hau ich ihn jetzt weg. Meinst du, der soll auch weg? Ja, ich weiß auch nicht, was da noch für Sachen kommen, von daher
Ich hau's jetzt mal weg, hast ja recht. Necronomicon, ich habe keinen Zauberer, von daher würde ich das auch mal wegballern. Das mache ich jetzt auch mal, das Necronomicon. Das war eigentlich immer ganz cool, aber ich habe ja keinen Zauberer, der es verwenden kann. Das Ding hebe ich aber auf für ihn hier. Die Kappe der Erdung, ich will es mal eben gucken. Sind die ausgerüstet? Sind sie. Die kommt weg. Die Armbrust macht Rasen, kommt jetzt weg. Das Ding kommt weg. Die Maske, Maske, Maske. Maske kommt weg. Das, genau, das Necronomicon zum drin schmökern wär bestimmt mal ganz nett. Da hast du recht. Den Handschuh hauen wir weg. Das Ding kommt weg. Das Ding kommt weg. So, jetzt aber. Ja, wenn es irgendwie mal zu stark ruckelt oder so, dann müsst ihr das sagen. Wir können ja auch jederzeit natürlich mal eine kurze Pause machen und dann schaue ich mal, wie das mit der Internetverbindung ist. Ich will das immer, wie gesagt, nicht ausschließen, dass das auch einfach mal hakt. So, was können wir eigentlich hier machen? Wir sind bankrott. Lilly, Lilly, Lilly. Mit Lilly haben wir auch noch nicht geredet, oder? Hallo, ich bin Lilly und das hier ist Herr von Mounts. Kommt ihr von da draußen? Eigentlich sollte ich nicht mit euch reden. Tantchen will nicht, dass ich mit Fremden rede. Aber ihr scheint nett zu sein, nicht gefährlich, wie Tantchen immer sagt. Meine Mami und mein Papi sind tot. Sie waren krank. Tantchen kümmert sich seitdem um mich. Aber sie sagt, ich darf die Stadt nicht verlassen. Dabei wüsste ich so gerne, was hinter den Mauern ist. Hallo? Hallo? Ho, 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 ho. Dann gucke ich nochmal in die Bibliothek rein. Du, 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 ich hab Rücken. Ich will mich verdrücken. Ah, da, 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 da. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein richtig geiles Heilungsbuch finden. Ausrüstung. Das macht Einzelheilung 128. Alter. Bin ja fast versucht, das hier mitzunehmen. Guck mal. Physische... Nee, Quatsch. Magieabwehr ist das, ne? Magieabwehr. Aha, das sind irgendwelche Zauber. Die können wir ja nicht gebrauchen. So ohne Zauberer ist das immer Unsinn. Aber dieses Buch hier... Magischer Schaden. Haben wir da Viecher mit magischem Schaden? Nicht mitnehmen, sagst du? Ist nicht gut? Was ist denn das hier für ein Symbol? Ich weiß das schon wieder gar nicht. Hart, 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 hart. Klug. Steigert die magische Abwehr, genau. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob da magische Angriffe stattfinden hier auf dem Totenacker. Ich glaube nämlich nicht. Sprr, sprr. So, Thorsten, bei dir alles gut da hinten oder brauchst was? Huch. Du, 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 du.
Ja. So, ich würde sagen, wir gehen mal los, wa? Wir eben gucken, wie sieht's denn hier mit den Heiltränken aus? Haben wir genug, oder? Boah, doch, das sieht gut aus. Wir spazieren mal los zum Toten Acker. Los geht's. Du. Knochentotem. Ein alter Goblin-Totem steht am Rande der Straße. Es sieht so aus, als stünde er dort schon seit vielen Jahren. Betet ihn an, natürlich, wie immer. Eine schwache Stimme kommt an euer Gehör, aber ihr könnt nicht verstehen, was sie sagt. Aber wir kriegen XP. Coole Sache. XP nehmen wir. Wir eben gucken, Inventar öffnen. Wir brauchen noch 450 hier. 450 und da auch noch so ein bisschen mehr. Ah, okay. So kacke, dass er jetzt nur gegen das geschützt ist. Ist echt doof, wirklich doof. Aber was willst du machen? Du. Wer bist denn du? Ein Kultist, ein merkwürdig aussehender Mann mit schlangenähnlichem Äußeren, steht am Straßenrand. Hallöchen, habt ihr einen Moment Zeit, um über die alten Götter zu reden? Wir nennen uns die Söhne des Morgengrauens und würden euch gerne diese kleine Broschüre mitgeben. Ist ja noch die aus Draenor, oder? Greift ihn an, hört euch seine Glaubensvorstellung an. Natürlich. Eure Helden hören einen gewaltigen Monolog über die alten Götter und darüber, wie man sie beschwört und jeden auf diesem Planeten versklavt. Eine ganze Weile vergeht. Der Monolog nähert sich dem Ende. Und das ist der Grund, weshalb ich euch unseren dunklen Meister opfern muss. Ich bin sicher, ihr könnt das verstehen. Natürlich. Es war wieder klar. Haltet die Stellung. Ja, beiß doch mal den Gruselkriecher weg. Der ist dann nämlich schon mal weg. Sehr gut. Sohn der Dämmerung, ey. Ritus durch. Ach ja. Oh, das hat ja nicht so viel gebracht. Zack. Hey. So haben wir nicht gewettet hier. Mal eben heilen. So, beiß ihn. Och, ja. Dann hier drauf. Effektiv. Cool. Erledigt. Spitzeln der Resistenz. Und jetzt gucken wir mal eben hier. Och, nur der. Na gut, der kommt direkt weg. Und weiter geht's. Eine Hand. Ihr seht eine verrottete Hand aus dem Boden ragen. Sie scheint sich ein wenig zu bewegen. Schlagt darauf ein? Natürlich. Einer eurer Helden zerschmettert die Hand mit einer Waffe. Doch plötzlich erhebt sich eine kleine Horde Zombies aus ihren Gräbern. Natürlich. Ja, ist ein guter Start, würde ich sagen. Beißt ihn doch mal. Wow, 203, Alter. Hammer. So, der ist krank, der Hacky. Hacky Sack ist krank. Wusch. Oh, der kann aber gut was ab hier. Der Untote. Krasse Action, Alter. Ja, rausziehen wäre besser gewesen. Ja, bestimmt, aber... Aber warum denn? Nee, hast natürlich recht. Ich habe den auch schon mal rausgezogen, die Hand. Allerdings bin ich nicht sicher, ob das Ergebnis immer dasselbe ist. Ich glaube nämlich, dass sich das schon unterscheidet.
So, und raus damit. Eine coole Nekromantenhand bekommt man da. Ja, das stimmt. Die habe ich auch schon mal bekommen, aber ich habe das auch schon erlebt, dass ich die rausziehen wollte und dann kamen nämlich auch die Zombies raus. Echt? Fast immer? Okay. Na gut. Beim nächsten Mal. Die nächste Hand ziehe ich raus. So, dann heilen wir uns noch mal kurz. Jam, jam, jam. So, beißen weg. Schäbige Axt der Intoleranz. Schelmisches Collier der Macht. Und segnendes Amulett des Nerds. So, Thorsten hat's zerrissen, wa? Der sagt ja gar nichts mehr, der arme Kerl. Was kann denn das? Das kann ja gar nichts. Ist ja doof. Oh, doch, kann doch was. Okay. Kommt trotzdem weg. Das Ding, Geschicklichkeit, kommt auch weg. Das Ding hier, Intelligenz und Glauben ist... Naja, weg damit. So, und dann geht's weiter. Der Thorsten ist am Rumlecken. Ja, das ist ja schade, ey. Was machen wir denn da? Also, was wir machen können, ist, ich könnte gleich mal ganz kurz unterbrechen und dann stellen wir einfach die Qualität einfach nochmal kurz runter. Wenn das für euch okay ist. Na, ich habe jetzt hier 480p, ich kann auf 360, kann ich das runterfahren. Das ist beim letzten Mal ist das super gelaufen, müsst ihr sagen. Kann ich gern machen. Top, sagt er. Super, gut. Pass auf, dann mache ich an dieser Stelle direkt eine Pause, bevor wir weitermachen. Und dann sehen wir uns so ein paar Sekunden. So, komm, dann gehen wir jetzt weiter. Wollen wir mal gucken. Der erste Raum. Sind wir geheilt? Alles gut? Alles gut. Geht los. Wolf Power! So, Skelettkrieger, Blutmaus und Zombie. Zombine. Physisch alle oder einfach hier den ersten weghauen? Den ersten weghauen, würde ich sagen. So, dem Tode nahe. Das ist schon mal ganz gut. Und beiß ihn tot. Die Blutmaus. Ob wir die auch wegbeißen können? Absorbiert. Ist natürlich doof, ne? Absorbiert klingt irgendwie kacke jetzt. Die können wahrscheinlich auch magisch ab oder so. Fürchtig. Ja, auch das noch absorbiert. Krass. Na, dann hau mal hier mit der Waffe drauf. Gut, das brennt. Das brennt. Das brennt was. Das bringt was, wollte ich sagen. So, dann ist der auch weg. Der alte Lutscher. So, und hier nochmal. Darf's ja nicht. Dann du, Keule, haust hier mal drauf. Effektiv. Ja, effektiv finde ich immer gut. Wusch. Bam. Velohono. Und ein Knochen. Und ein nutzlose Kampfaxt der Gier. Nahrhafter Ring der Kompression. Hier, der jongliert übrigens immer. So, Geschicklichkeit. Nachdem wir ihm da was wegnehmen mussten, ist das ganz gut. Wenn er mal wieder ein bisschen geschickter wird. Leviathan. Haben wir noch irgendwas, wo wir Leviathan-Waffen brauchen später? Ich weiß es gar nicht mehr. Gibt es da noch eine Quest? Das kommt weg. Gehen wir weiter oder? Ja, wir gehen weiter. Drei Zombies. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, das ist doch nicht schlecht. Guck mal. Ah, Hacky ist krank. Der ist so krank, der arme Kerl. Kabusch.
Aber krank ist, macht ein bisschen Schaden immer. Ja, genau, hatten wir zumindest letztes Mal, das stimmt. Also, das müsste aber eigentlich ja bedeuten, dass wir... Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da kommt dann nichts mehr. Hoffe ich einfach mal. Jam, 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 jam. So, weg jetzt mit dem ersten hier. Das kann ja wohl nicht angehen. Da, 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 da. Rauf auf den scheiß Zombie. Dieser dumme Penner. Das ist echt immer so abwechselnd, ne? Hier der. Aber es funktioniert gut irgendwie. Never change your running system, ne? Wie man so schön sagt. So, dann ist der auch weg. Dann müssten wir bald auch mal wieder aufsteigen, ne? Eigentlich. Polierte Andacht des Palladiums. Anregender Ring des Jägers. Und seltsamer Spieß der Demut. Okay. Baba, bald, ne? Der... Naja, gut. Dauert schon noch ein bisschen. Ja, guck mal, das merkst du echt, ne? Dadurch, dass der jetzt letztes Mal ausgefallen ist, da fehlt ihm wirklich eine Stufe. Naja, was soll's. Hm, das Ding kommt jetzt weg. Was macht eigentlich dieses Palladium-Gedöns immer? Was ist das? Was bedeutet das? Ich wusste das mal. Ich habe das mal gesehen. Verborgen. 100% verborgen. Pff, weg damit. Und auch der kann weg. Den brauchen wir nicht. Und dann heilen wir den Hacky mal und gehen in den nächsten Raum. Haltet die Stellung! Ja, macht es. Der Lich. Das ist ja widerlich. Was kann ich denn gegen den machen? Den könnte ich mal anstecken, ne? Der Lich ist nämlich, glaube ich, gefährlich. Gefährlich. Das ist ein gefährlich, wisst ihr? So, beiß ihn. Ach, das ging ja nicht. Mist. Warum sagt dir keiner was? So, komm. Schießen weg. Wobei, so wirklich was viel bringt das nicht, ne? Eieiei. Ronto, mein Freund. Ronto, du wirst doch wohl nicht sterben wollen. Das ist dir untersagt. Boah, 40, Alter. Ist das krass. Boah, der Lich ist weg, Gott sei Dank. Dann zünde mal das Viech an, die Blutmaus. Dann ist auch die weg. Ich lese hier gerade Stream Offline. Ist das richtig? Ist da noch jemand oder spiele ich gerade mit mir selbst? Oh, falsch und geheilt. So ein Mist. Nee, ist da. Okay, gut. Alles gut. Nee, weil ich habe hier... Ich habe hier auf meinem Notebook habe ich halt den Chat laufen und der sagt mir gerade Stream offline. Komischerweise, aber nur gut. Dann ist er gut. So, dann heil ihn mal. Gerade voll den Falschen geheilt. Ich Dulli. So, die sind aber auch bestimmt verwundbar damit, ne? Siehste, klappt. Du magst nicht wissen, ob ich mit mir selbst spiele. Na gut. Dann behalte ich das für mich. Was haben wir denn hier? Buchband des Feuerballs kommt weg. Kommt weg. Wollen wir das aufheben? Die bekommt er. Den Leviathan
Schaden macht ja der andere da. Dann kommt das Ding weg. Der große Riesenwurm am Ende, der macht ja auch noch Leviathan-Schaden, habe ich ja erzählt. Oder ich habe es gelesen und dann erzählt. Immer wenn er singt. Sehr gut. Ja, wenn ich singe. Aber ich singe doch so gerne. Nicht gut, aber gerne. So, den haben wir mal richtig schön in den Arsch gezwackt, dem alten Penner. Den Lich. Physisch auf alle. Na gut, das hat nicht so viel gebracht. So, machen wir das mal hier. Klug. Und du schießt mal auf den Lich. Auf den Widerlich.